Die Julia aus Dresden hat aufgetischt. Und zwar Tonkatze. Das ist Tonkatze. Und zwar sieht man, zu Hause heißt das Gurke, aber in Japan heißt das Tonkatze. Nein, Spaß beiseite. Tonk für Schwein und Katze für Kotelett. So ist es richtig, stimmt's? Genau. Zubereitet fachmännisch auch von einer Japanerin, die die Soße zubereitet hat. Japanische Soße heißt die einfach. Mehr kann man dazu auch nicht sagen, oder? Das ist eigentlich wie Worcester-Soße, bloß halt im japanischen Stil. Ja. Und da sind unter anderem getrocknete Früchte drin, getrocknete Fische, Tomaten. Da sind getrocknete Fische drin? Ja, aber sie sind nicht mehr sichtbar. Ja. Und man schmeckt die auch gar nicht raus. Und schmeckt aber sehr gut, oder? Natürlich. Ja, weil sowas habe ich in meinem Leben echt noch nicht gesehen. Die Frage ist nur, ob sie das mit Stäbchen essen können. Ja, natürlich können wir das mit Stäbchen essen. Wir machen auch so einen ganz kleinen Wettbewerb, wer zuerst fertig ist, der Uli oder ich.